auf meinem Kanal. Ich habe heute auf jeden Fall euch mal das Final Setup. Ihr könnt jetzt sehen, wie die Videos in Zukunft gedreht werden. Ich habe praktisch meine Beauty Area in meinem Hintergrund, mein Stack mit meinen Sachen sammeln, hier mein Skincare Area. Da packe ich meine Malmkommode. Und wir kommen jetzt heute zum Verlosungsauflösung. Ich habe ja euch zur Glow-Woche 2 Wochen Content gegeben und möchte halt heute die Glow-Woche auflösen, beziehungsweise diese Verlosung dazu. Ich möchte euch einfach nochmal ganz, ganz herzlich von tiefstem Herzen danken, dass es so, so gut angekommen ist bei euch. Ich hoffe, dass es dieses Jahr, wenn ich nach Berlin gehe, noch ein größerer Erfolg wird, weil es halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit war. Ich habe hier die 2 Pakete, die ich verlosen werde. Und ich habe hier die 2 Gewinner. Ich werde die auch unten nochmal erwähnen in der Infobox. Und ich wünsche euch so, so viel Spaß mit den Sachen. Und diejenigen, die praktisch jetzt ein bisschen traurig sind, dass sie halt nichts gewonnen haben, es tut mir so, so leid. Ich würde lieber 600 Pakete packen, wie praktisch nur 2 dafür zu belohnen, meine Abonnenten zu sein. Ich möchte einfach gerne, gerne, ich wünsche mir, dass ihr einfach von Herzen gerne bleibt, weil ihr auch meinen Content sehr gut findet oder dass ihr einfach mich sehr gerne mögt. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und wie gesagt, ich blende euch hier die ganze Zeit praktisch, ich gebe es nur rüber, die 2 Gewinner ein, so dass ihr praktisch eigentlich genau sehen könnt, wer gewonnen hat. Ich schreibe die Namen nochmal in die Infobox und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich einfach nicht so viele Gewinne raushauen kann. Ich kaufe die Sachen halt alle privat und muss einfach sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt bei der Glow einiges zusammenkratzen konnte für euch. Ich habe für mich natürlich tolle Sachen gefunden, aber natürlich auch für euch. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr trotzdem wahnsinnig Spaß dran habt. Wie gesagt, ich habe jetzt mir das Ringlicht aufgebaut. Ich kann das auch ein bisschen heller und dunkler machen. Das ist total cool. Das ist vor allen Dingen sehr wichtig für meine Make-up-Tutorials, damit ihr mich praktisch besser seht und praktisch auch ein bisschen up close. Ich bin heute schon total im Frühlingsmodus. Es ist wunderschönes Wetter in Stuttgart. Ich habe mich tatsächlich jetzt hingesetzt und filme aktuell für euch. Das heißt, ich gehe jetzt gleich zu einer Freundin Frühstück mit meiner Schwiegermutter und den Hund spazieren. Und danach geht es dann wieder ins Bett, weil ich heute Nacht Nachtschicht habe. Gestern war die Tagschicht eine Katastrophe, deswegen konnte ich gestern nicht die Verlosung schon auflösen. Und wie gesagt, schreibt mir bitte auf Instagram eure Adresse. Das heißt, die Gewinner schreiben mich bitte bei Instagram an und ich blinke nochmal hier meinen Namen ein. Ich hoffe, wie gesagt, dass auch ihr anderen noch auf Instagram mir folgt, weil ich habe jetzt, glaube ich, knapp 180, 170 Follower auf Instagram. Das ist echt wenig, aber ich muss sagen, besser wie gar nichts, weil Instagram ist halt nicht so die Plattform, die ich irgendwie toll finde oder so. Ich finde das super anstrengend dort. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da wahnsinnig Spaß dran hattet an der Glow-Woche. Ich werde mich weiter bemühen, super Content für euch zu bringen. Heute gegen Abend wird noch die Jeffree Star Blood Sugar Palette Review kommen. Ich hoffe, da freut ihr euch wahnsinnig drauf. Also ich habe jetzt auch diesen Look damit geschminkt. Heute ist mal richtig Baby-Modus, also total soft und so. Aber ich finde das so, so schön. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr weiterhin Spaß auf diesem Kanal habt. Wie gesagt, die Gewinner schreibt mich an. Wenn die 700 Abonnenten erreicht sind, wird es wieder eine Verlosung geben, so etwa wenn ich 720 oder so erreicht habe, weil ich dann immer noch ein bisschen gefestigt warte, dass er praktisch wirklich auch 700 bleibt, nicht dass ich halt 690 plötzlich habe, weil Leute abzischen oder so. Deswegen würde ich sagen, bleibt einfach dran, abonniert den Kanal, wenn ihr den noch nicht habt und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem heutigen abigen Video nochmal wieder.